Heute haben wir unseren Pfannkuchen-Basisteig für euch, den ihr ganz nach eurem Geschmack abwandeln könnt. Ein paar Tipps dazu stehen auch noch im Rezept, was wie immer in der Infobox verlinkt ist, oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Der Teig ist eigentlich ganz einfach zuzubereiten. Die Eier werden mit dem Salz verquirlt und danach ein Teil des Mehls dazugegeben. Dadurch entstehen nicht so schnell Klümpchen, als wenn die Eier direkt mit der Milch verrührt werden. Dazu kommt etwas von der Milch und das restliche Mehl und wird wieder gut untergerührt. Danach kommt die restliche Milch dazu und wird so lange untergerührt, bis ein glatter Teig entstanden ist. Damit sich die Klebeeiweiße des Mehls besser im Teig entwickeln können, lasst ihr ihn am besten für ca. eine Stunde ruhen. Nach dieser Zeit rührt ihr den Teig nochmal gut durch. Anschließend könnt ihr die Pfannkuchen ausbacken. Dazu gebt ihr etwas von dem Teig in eine leicht gefettete oder gut beschichtete Pfanne. Bei mittlerer Hitze werden sie dann von beiden Seiten goldbraun ausgebacken. Ihr könnt die Pfannkuchen anschließend einfach so essen oder sie zum Beispiel mit Zimtzucker, Schokocreme oder Eis servieren. Herzhaft schmecken sie auch super, dann könnt ihr sie zum Beispiel mit Käse, Kräuterquark oder Schinken füllen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.